Hi, hi zusammen. Ich bin Luisa. Ich bin gerade im Auslandssemester in Bali. Und ich habe in letzter Zeit ganz, ganz viele Anfragen bekommen, worauf man denn bei der Suche nach einer Unterkunft achten sollte, wenn man denn halt eben hier diese Zeit verbringen möchte. Und ich dachte mir, ich habe gerade Zeit und Lust dazu, das zu beantworten. Und ja, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Ja, wie ist das denn jetzt eigentlich? Also, wenn du auch vorhast, hier eine gewisse Zeit auf Bali zu verbringen, sei es wegen einem Auslandssemester oder einfach nur Urlaub oder weil du ortsunabhängig arbeiten kannst und deswegen einfach sehr viel reist, dann habe ich jetzt ein paar Tipps für dich. Ich bin ja jetzt seit 8 Wochen hier. Die erste Unterkunft seht ihr hier. Habe ich von Deutschland aus gebucht, circa 6 Monate vor unserer Anreise hier. Und wie habe ich die gefunden? Deutsche Kontaktperson, hatte wieder Kontakt zu einem Makler, der wiederum diese Unterkunft vermitteln konnte. Dort haben wir dann 3 Wochen gewohnt, waren auch mehr oder weniger zufrieden, es war schon okay. Aber auf Dauer war es uns halt eben zu weit weg von der Uni, weil wir da ja nun mal 3-mal die Woche hinfahren müssen. Und mit 2 kleinen Kindern ist das dann noch ein bisschen anstrengend. Deswegen sind wir dann nach 3 Wochen in eine Unterkunft gezogen, die wir uns selbst gesucht haben. Genauer genommen, in dem Fall sind wir durch eine Empfehlung eines Kommilitonen draufgekommen. Die Unterkunft findest du jetzt hier. Sie ist sehr viel näher und sehr viel günstiger. Nun, wenn du jetzt in Deutschland bist, wenn du die Flexibilität hast und das mit dir selbst vereinbaren kannst, dann ist die allerbeste Empfehlung, die ich dir geben kann, komm einfach her nach Bali, such dir hier vor Ort eine Unterkunft. Du brauchst eigentlich gar nichts vorher buchen, weil es gibt hier einfach mehr Unterkünfte als Menschen, das ist einfach so. Wenn du jetzt aber doch unbedingt vorher von daheim schon buchen willst, was ich echt verstehen kann, weil ja nach 20 Stunden Flug hast du vielleicht echt erstmal keine Lust rauszufinden, wohin mit dir, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Du könntest entweder zum Beispiel über Airbnb, Link findest du hier, oder über Booking.com findest du zum Beispiel da. Oder ich habe keine Ahnung, es gibt ja so viele Portale, also da kannst du dir einfach irgendwas raussuchen und dann einfach für eine Woche oder so buchen. Und dann, wenn du hier bist, suchen. Du könntest aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auslandssemester machst oder einfach grundsätzlich was Langfristiges suchst, über die einschlägigen Portale gehen. Und da gibt es mehrere, kannst du auch bei Google einfach eingeben, irgendwie Auslandssemester Bali oder sowas. Oder Studierenden Bali, da findest du dann ungefähr 3 Portale, die auch Unterkünfte vermitteln. Hat Vor- und Nachteile. Vorteil halt, du hast deutsche Kontaktpersonen, du siehst Bilder von den Unterkünften. Und so wie ich das von den Kommilitonen bisher hier gehört habe, läuft das eigentlich auch alles ganz gut. Einen Nachteil hast du aber, du musst halt in der Regel schon die Hälfte vorher von zu Hause aus anzahlen, die zweite Hälfte bei Ankunft. Das heißt, an dem Tag, an dem du hier anreist, hast du deinen kompletten Aufenthalt im Voraus bezahlt. Das sind, wenn du ein Auslandssemester machst, in der Regel 4 Monate, vielleicht auch länger. Das musst du halt auf einen Schlag hinlegen. Und solltest du aus welchen Gründen auch immer, das muss jetzt mit der Villa überhaupt nichts zu tun haben, das kann auch einfach sein, dass du dich mit deinen Mitbewohnern dann irgendwann streitest oder dass dir die Fahrerei doch zu viel ist oder keine Ahnung, du hast einen Unfall und bist nicht mehr so mobil und kannst dann mit dem Scooter nicht mehr so, also das gibt's ja alles. Also solltest du mit deiner Unterkunft aus irgendeinem Grund dann nicht mehr zufrieden sein, dann wird es halt schwierig umzuziehen, weil du halt eben 4 Monate im Voraus bezahlt hast. Und was bezahlt ist, ist bezahlt, da gibt es auch nichts zurück. So. Wenn du jetzt überlegst, in welche Gegend du ziehen solltest, da kommt es natürlich jetzt auch ganz krass drauf an, was ist dein Ziel, was bist du für ein Charakter, was tust du gerne. Also wir wohnen jetzt unten auf der Bukit-Halbinsel, das ist so dieser kleine Tautropfen unter der Insel, wenn man so will. Und hier ist es nicht ganz so touristisch, also klar, hier gibt es auch Touristen, aber es ist gemäßigt. So. Hier gibt es die schönsten Strände,
Also im Grunde genommen, wenn man so mittig auf dieser Halbinsel wohnt, dann ist eigentlich so ziemlich jeder Strand in 15 Minuten, vielleicht in 20 höchstens, wenn man langsam fährt, erreichbar. Und die Strände sehen dann zum Beispiel so wie dieser aus. Das ist jetzt zum Beispiel Balangan Beach, Surfer-Hotspot. Und wie du siehst, relativ leer. Also das ist hier nichts mit Handtuch nah an nah und so. Da hinten sieht man die Surfer. Also ich sehe sie, ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt auch sehen könnt. Und man kann hier halt auch liegen bieten. So, muss man aber nicht. Ja, also in Jimbaran und Umgebung, was halt eben diese Phuket-Halbinsel ist, bist du halt richtig, wenn du zum Beispiel viel surfen möchtest, einfach am Strand viel abhängen willst, ja, günstig wohnen und günstig essen willst, also wenn du es relativ entspannt haben willst. Zur Uni hast du es hier in der Regel meistens so 10 bis 15 Minuten entfernt. Es gibt auch eine Unterkunft, die ist gleich auf der anderen Straßenseite. Kannst du sogar laufen. Also Phuket-Halbinsel für alle die, die ja, es relativ entspannt angehen wollen. Man kann hier an jeder Ecke essen gehen. Es gibt hier auch westliches Essen und westliche Restaurants. Also es ist jetzt nicht so, als würdest du hier irgendwie im Urwald wohnen, abgeschieden von allem. Im Moment von unserem Jahrgang hier, wir sind ungefähr 150 Leute. Und ich glaube, so 20 bis 30 wohnen im Moment hier unten auf der Phuket-Halbinsel. Also es ist nicht so, auch wenn es auf manchen Portalen manchmal so den Anschein macht, dass hier kein Schwein wohnt. So ist es nicht. Also hier gibt es auch große WGs, hier gibt es auch große Apartmentanlagen, wo mehrere Leute wohnen. Man ist hier definitiv nicht allein. Die nächste Gegend, also von der Uni aus gesehen, wäre das nächste dann Kuta. Das ist etwas nördlich von hier. Und das ist praktisch der Ballermann Australiens. Und man kann sich das auch tatsächlich genau so vorstellen. Also für die, die schon mal am Ballermann waren oder an Lloret de Mar oder Playa de Singles in Gran Canaria oder so, so ist halt eben Kuta. So, das ist halt ideal für die, die sehr, sehr viel feiern wollen. Am besten jeden Tag. Für Leute, die das irgendwie so gar nicht mögen, so wie ich zum Beispiel, ist das halt nichts. So. Und für die, die es so ab und zu machen wollen, die müssen jetzt auch nicht mittendrin wohnen, weil man kann ja hinfahren. Von der Uni aus gesehen ist es ungefähr 20 Minuten entfernt mit dem Roller. Bei halbwegs entspannter Fahrweise. Also nicht rasend 100 km/h oder so ein Quatsch, sondern so ganz normal halt 60 vielleicht. Ja, Nachteil Kuta ist halt auch, es ist extrem touristisch. Und dementsprechend halt teuer. Also die Unterkünfte, das geht, das ist nicht so teuer, da ist für jeden alles bei, aber dementsprechend halt auch das Essen häufig. Es ist, also man kann auch in Kuta leben, ohne jemals irgendwie indonesisches Essen zu essen, wenn man das denn möchte. Wobei das gilt übrigens auch für die ganze, naja, für die ganze Insel nicht, also für die ganze Umgebung, sagen wir mal so, für ganz Südbali. Das nächste wäre dann Seminyak. Das ist nördlich von Kuta. Zur Uni fährt man dann, naja, entspannt, halbe Stunde würde ich sagen. Das ist das schickere Kuta, wenn man so will. Also das ist nicht so sehr auf Party. Das ist alles ein bisschen schicker, ein bisschen noch teurer, ein bisschen stylischer. Ich würde sagen, das ist so die Hipster-Ecke. Bisschen jedenfalls. Sowohl Kuta als auch Seminyak sind direkt am Meer gelegen. Direkt da in der Ecke ist auch noch Legian. Die Grenzen sind fließend, man kann gar nicht genau sagen, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Ja, Seminyak, wie gesagt, auch sehr, sehr touristisch. Etwas schöner und niveauvoller als Kuta, würde ich sagen, aber halt noch teurer. Da auch von den Unterkünften her. Dann käme nördlich davon Batu Bilig, das ist da, wo wir gewohnt haben. Da ist es nicht, schon nicht mehr ganz so touristisch, das sind so praktisch die letzten Ausläufer. Aber im Vergleich zu manch anderen Ecken immer noch relativ teuer. Und darüber kommt dann Canggu. Das ist dann schon nicht mehr so teuer, aber echt weit weg. Also wenn du in Canggu wohnst, kannst du schon damit rechnen, dass du ja, 50 Minuten zur Uni brauchst. Wenn du, wie gesagt, nicht 100 km/h über die Hauptstraße hier rast, was ich dir eh nicht empfehlen kann. Es gibt Leute, die machen das, ich würde es niemals machen. Ja, und dann gibt es auch noch eine Menge Leute, die wohnen in Kerobokan.
Das ist nördlicher Stadtteil von Denpasar, von der großen Hauptstadt hier. Das ist nicht am Meer, also zum Meer fährst du dann ja schon 10 bis 15 Minuten, denke ich mal. Und dann wärst du halt, ich glaube, der nächste Strand ist dann so Batubilik oder Seminyak, irgendwie so die Ecke. Ja, was gibt es da zu sagen? Also die, die da wohnen, sagen, es ist nicht so teuer und es ist auch nicht so touristisch. Also das kann man halt machen. Ist ein bisschen großstädtischer. Ja, was gibt es noch zu sagen? Was für Fragen hattet ihr noch? Ich überlege gerade. Ja, also nochmal zusammenfassen. Wenn du Party machen willst, wirklich hart und wirklich viel und wirklich oft, dann Kuta. Wenn du es ein bisschen schicker haben willst und sehr stylisch und so, dann Seminyak. Wenn du eine Mischung, so praktisch der Kompromiss, du willst nah dran wohnen irgendwie, aber ist dir alles ein bisschen zu teuer und auch nicht unbedingt mittendrin, dann Kerobokan und Batu. Und im schlimmsten Fall vielleicht auch noch Canggu. Canggu ist an sich sehr schön. Also wenn du nicht gerade ein Auslandssemester machst und nicht an die Uni gebunden bist, dann guck dir Canggu auf jeden Fall an. Alles, was da drüber kommt, also was noch nördlicher ist oder noch östlicher, ist absolut untouristisch. Also besonders interessant für dich dann halt, wenn du einfach nur reisen willst und Kultur erleben willst. Sehr, sehr beliebt ist auch Ubud. Das ist mitten auf Bali. Ziemlich weit weg vom nächsten Strand entfernt. Sehr empfehlenswert, wenn du auf Yoga, Meditation und Kunst stehst. Man kann da ganz tolle Schnitzereien kaufen und Gemälde und ja, also alles, was irgendwie so einen künstlerischen Touch hat. Da gibt es auch in der Nähe Silberschmiede und Tuchwebereien. Da werden halt Sarongs, also diese klassischen Tücher, die man sich dann eben traditionell umwickelt bei Festen, bei Tempel, im Tempel und solchen Geschichten, die werden dort handgewebt. Also das wäre was für dich, wenn dir Strand nicht so wichtig ist oder wenn du einfach mal so einen Tagesausflug machen willst. Da ist dann auch der berühmte Monkey Forest, wo du dann eben mit den Affen kuscheln kannst und für Fotos posieren. Ja, und ansonsten heißt es halt, je weiter nördlich du gehst, desto weniger Touristen wirst du finden. Ganz, ganz im Norden gibt es angeblich Delfine, oder beziehungsweise das heißt ja angeblich, es gibt Delfine. Kann man auch als Tagestour machen. Wie ich aber hörte, ist es nicht so toll, wie man es vielleicht annimmt. Also man sieht Delfine, aber in der Regel sehr, sehr weit weg. Also mit denen zusammen schwimmen oder sowas kannst du vergessen. Im Osten kann man sehr gut tauchen. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Ja, wenn du noch Tipps an sich brauchst, also für die Unterkunftssuche an sich. Man findet im Internet wahnsinnig tolle Unterkünfte mit tollen Pools, mit einer super Aussicht und einer geilen Architektur. Also da, ich glaube, die meisten von uns sind genau deswegen hier. Einfach weil du hier lebst wie Gott in Frankreich. Aber was du bedenken solltest, was du vielleicht nicht auf dem Schirm hast, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte und ich glaube die meisten anderen auch nicht. Diese schöne offene Architektur Balis mit offenen Wohnräumen, offenen Küchen und so, hat halt auch einen Haken und der heißt Mücken. Auf Bali gibt es Dengue und davon nicht zu knapp. Die haben hier eine richtige Dengue-Plage. Falls du Dengue nicht kennst, google das einfach mal. Das ist ja eine Infektion, die von Mücken übertragen wird, wie Malaria, was es hier übrigens auch gibt, aber nicht halbwegs so häufig wie Dengue. Und da kann man schwer dran erkranken. Für einen gesunden, normalen Menschen ist es extrem unangenehm, aber selten tödlich. Es kann aber auch durchaus mal vorkommen, dass man da mit ins Krankenhaus muss. Es kann halt, wie gesagt, echt gefährlich werden. Und in meiner Klasse war jetzt auch schon jemand deswegen im Krankenhaus. Also es ist nicht lustig. Richtig gefährlich wird es dann, wenn du dich zum zweiten Mal damit ansteckst, weil es gibt verschiedene Arten von Dengue. Und wenn du eine Art davon hattest, bist du aber gegen alle anderen Arten nicht immun. Und wenn du dich mit einer der anderen Arten dann ansteckst, dann multipliziert sich das praktisch und wird dann richtig übel und immer gefährlicher. Und im allerschlimmsten Fall kann man halt daran sterben. Wie gesagt, es ist jetzt kein Grund, Panik zu kriegen und deswegen nicht herzukommen. Aber wenn du ein geschwächtes Immunsystem hast oder mit Kindern kommst oder schon sehr alt bist oder was weiß ich, dann sei echt vorsichtig.
Und das Beste, was du eben machen kannst, ist, dich vor Mückenstichen zu schützen. Gerade wenn du zum Wintersemester kommst, da ist hier halt eben Regenzeit und diese blöden Dengue-Mücken lieben Wasser. Die lieben auch kleine Pfützen oder einfach Eimer, in denen Wasser einfach steht. Also stilles Wasser zieht Mücken an. Und ja, da ist dann natürlich so ein offener Wohnbereich, wenn du da halt abends sitzt und einfach nur Fernsehen willst oder einfach nur chillen willst. Das ist zwar schon cool, aber wie gesagt, denk an die Mücken, du musst dich dann immer eincremen. Du kannst hier super Aotan und so Kram kaufen. Das ist hier etwas anders als das, was wir in Deutschland zu Hause haben und es funktioniert auch wirklich. Aber der Wirkstoff, der da drin ist, der ist halt eben auch nicht ohne. Deswegen ist er wahrscheinlich auch in deutschen Mückensprays und so kaum vorhanden. Damit kannst du dir auch die Nägel ablackieren, haben auch schon viele hier gemacht. Also es ist wirklich so, das Zeug ist echt krass. Und es wirkt nur 6 Stunden, das heißt, du musst dich immer und immer und immer wieder eincremen. Was auch sehr gut hilft, ist natürlich lange Kleidung tragen. Und wenn du dir jetzt denkst, oh mein Gott, wie soll ich das bei 30 Grad machen? Glaub mir, man gewöhnt sich sehr viel schneller an diese Temperaturen, als man glaubt. Es geht einfach richtig flott. Ich habe hier sogar bei 30 Grad schon Schal angehabt. Also sofern die Sonne weg ist, ist dir sofort kalt. Das ist ganz eigenartig. Und es ist auch gar nicht so schwül, wie ich gedacht habe. Also es ist echt machbar mit den Temperaturen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ach so, vielleicht wegen Preise. Das interessiert dich ja wahrscheinlich auch noch. Also wenn du dir jetzt einfach nur so ein Apartment mietest, Apartments sind in der Regel günstiger als eine ganze Villa, also als ein ganzes Haus. Da bist du so mit durchschnittlich 3,5 Millionen Rupia für ein Doppelzimmer ganz gut dabei. Das entspricht umgerechnet, je nach Wechselkurse, um die 300 Euro pro Monat. Was du gucken musst, ist beim Preis, dass nicht immer überall Strom inkludiert ist. Da musst du echt drauf achten, weil Strom kostet so im Durchschnitt nochmal 80 Euro extra im Monat. In manchen Unterkünften ist zum Beispiel auch ein Wasserspender mit drin, wobei Wasser hier echt nicht teuer ist. Also das Wichtigste ist, dass du darauf achtest, ob Strom drin ist, vielleicht wie oft die Reinigung stattfindet. Also kommt da jetzt täglich jemand, der da putzt oder einmal pro Woche oder das musst du halt mal auschecken. Ist ein Pool vorhanden oder ist keiner vorhanden? Bei einem Apartment, das, sagen wir mal, mindestens zweimal die Woche gereinigt wird und einen Pool hat, sind 3,5 Millionen inklusive Strom und Internet ein ganz guter Preis. Der ist okay. Also das ist jetzt weder teuer, noch ist es jetzt übermäßig Schnäppchen günstig. Meine Unterkunft mit 2 Schlafzimmern, also praktisch für 4 Leute geeignet, kostet 5 Millionen, ist hier aber schon ein Schnäppchen. Das ist schon wirklich gut. Ansonsten ist halt echt auch Verhandlungsgeschick angesagt, was halt wieder den Vorteil hat, wenn du dir deine Unterkunft einfach erst hier suchst, weil wenn du von zu Hause aus über eine Website buchst, da ist nichts mit Handeln, da überlegen die sich Fantasiepreise und du bezahlst den einfach. Und ja, oftmals ist es für uns Deutsche trotzdem noch relativ günstig. Also eine Villa mit, sagen wir mal, 3 Schlafzimmern, 12 Millionen ist schon kein unrealistischer Preis, sind so ungefähr 900 Euro. Also wenn du jetzt einfach mal davon ausgehst, 300 Euro für ein Zimmer ist okay. Wenn du richtig gut bist, findest du schon Zimmer für 150 Euro pro Monat. Wenn du nicht so gut bist oder wenn dir der Preis scheißegal ist und du richtig viel Luxus willst, dann kann das auch so 500 kosten für Zimmer, pro Zimmer für einen Monat. So, ich glaube, damit habe ich jetzt echt alles gesagt, was mir so einfällt. Das Video ist jetzt auch echt lang geworden. Von daher verabschiede ich mich jetzt für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Stell mir dir eine Frage einfach direkt hier unter dem Video. Du kannst meinen Kanal natürlich immer gerne abonnieren. Klick hier einfach auf dieses kleine Bild, was hier immer die ganze Zeit, ich glaube, auf der Seite eingeblendet ist. Du kannst uns auch gerne auf Facebook folgen. Den Link findest du jetzt einfach hier. Und ich habe auch noch einen Twitter-Account hier. Und ich glaube, jetzt bin ich einfach fertig. Sag mir einfach, wie du das Video findest. Wenn es dir gefällt, Daumen hoch. Wenn du es blöd findest, Daumen runter. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!